Libertas Haus, Libertas Haus. Hallo, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Abschnitt. Und ja, ich weiß, das Video vom Sonntag ist schon wieder einen Tag zu spät online gekommen. Ich weiß auch nicht, irgendwie diese Videos vom Sonntag, die sind einfach verhext. Ich habe wirklich schon Freitag jetzt angefangen, das Video hochzuladen. Das heißt, es hatte 2 Tage Zeit und dann noch den Sonntag dazu, pünktlich online zu kommen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Aber Montag ging es dann komischerweise ohne Probleme. Da habe ich es wirklich Montag früh, dann halt, ich habe es dann nochmal abgebrochen, als es gar nicht mehr vorwärts ging und wieder angefangen und dann ging es. Also es ist wirklich verhext. Es ist verhext. Wahrscheinlich sollte ich lieber gleich Montag die Videos hochladen. Aber ich habe doch die große Hoffnung, dass nächsten Sonntag das Video dann doch pünktlich online kommt. Dieses Video kommt jetzt hoffentlich auch pünktlich am Dienstag online. Deswegen lass uns mal schnell anfangen. Ehrlichstedt Sommer 2014. Von hvh@internet.de. Betreff Nutzung der Wohnung im ersten Stock. Abrechnung. An mich, corinne.halzor@net.com. Liebe Corinne, Herr Rehnfeld sagte mir soeben am Telefon, dass die Wohnung im ersten Stock von den Kindern im zweiten Stock zum Duschen etc. genutzt wird. Ich hatte den Boiler bei meinem Verlassen am Dienstag abgestellt. Wir haben am WE unter anderem Pensionsgäste und sind darauf angewiesen, dass die Pensionsgäste ungestört die Einrichtung in einem gereinigten Zustand nutzen können. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Wohnung im ersten Stock nicht betreten wird. Bitte mir auch mitteilen, wie viele Kinder, wie viele Nächte als Ihre Pensionsgäste im zweiten Stock übernachtet haben, die nicht beim Schlossfest eingebunden waren. Wie lange werden die Kinder noch bleiben? Leider haben viele Leute die Unterbringung der Kinder während des Schlossfestes gesehen, sodass ich Folgen fürchte. Schön wäre es gewesen, wenn wir den Mietvertrag am 1.8. hätten beginnen lassen, dann wäre die Unterbringung im zweiten Stock Ihr Thema. Wir haben noch die Nutzung des Gartenhauses offen. Das Gartenhaus entsorgt sich in einer Abwassergrube, die von Herrn Rehnfeld wegen der intensiven Nutzung abgepumpt wurde. Wie lange wollen Sie das Gartenhaus noch nutzen? Für die Pensionszimmer erhielt ich von Ihrer Freundin eine Zahlung, ebenso für eine Übernachtung der Reittherapeutin. Für alle über weiteren Übernachtungen habe ich keine Zahlung erhalten. Gibt es bereits Abrechnungen vom Schlossfest? Es wäre schön, von Ihnen zu hören. Auf jeden Fall dafür sorgen, dass der erste Stock nicht betreten wird bzw. gereinigt wird. Mit herzlichen Grüßen aus München, Hugo. Von mir, corinne.halzor@net.com. Betreff Nutzung der Wohnung im ersten Stock, Abrechnung. An hvh@internet.de. Lieber Hugo, natürlich wird weder die Wohnung im ersten Stock noch die Küche von den Kindern betreten oder genutzt. Es ist somit sichergestellt, dass Ihre Gäste dort ungestört ihre Zeit verbringen können. Wie abgesprochen nutzen wir ausschließlich den westlichen Treppenaufgang. Sämtliche Kinder, die dort übernachtet haben, waren im Schlossfest eingebunden, da sie für die Übernachtung in einem Rohbau, der noch nicht mal Zeltlagerqualität aufweist, nichts bezahlen mussten, sind wohl keine finanzbehördlichen Folgen zu befürchten. Falls doch, so geht das ausschließlich auf meine respektive des Vereins Verantwortung. Sämtliche Strom- und Wasserzähler wurden wie vereinbart vor Beginn der Festvorbereitung, also mit dem Einzug der ersten Helfer und Innen, dort abgelesen und eine Abrechnung können wir nach dem Auszug der letzten Helferin vornehmen. Natürlich werden, wie bereits abgesprochen, sämtliche Nebenkosten durch uns übernommen, auch die der Schausteller. Die Münchner Vereinsmitglieder, die den Rohbau nutzten, werden Mitte nächster Woche zurückfahren. Für die Zeit, in der die Wohnung noch nicht fertig ist, werde ich zwischen Grömlitz und hier pendeln, da mir ein Umbau meines Büros zu aufwendig ist und das Gartenhaus über keine funktionierende Küche verfügt. Ich werde am Anfang übernächster Woche mit dem Reinigen der Wände und Decken in der Wohnung im Schloss beginnen, sodass diese für einen Anstrich vorbereitet sind. Ich hoffe sehr, dass die Wohnung bis Ende September wenigstens provisorisch bezugsfertig ist, da daraus sonst eine Menge Probleme entstehen. Sie erinnern sich auch, dass ich ab September bereits die volle Miete für die nicht bewohnbare Schlosswohnung zahle? Leitet sich daraus, wie besprochen, nicht ein Interimswohnrecht im Gartenhaus her? Auch wenn ich selbst noch in Grömlitz übernachte, so müssen doch wegen der vielen schon in Ehrlichstedt untergebrachten Pferde auch hier verantwortliche Personen vor Ort sein. Gegebenenfalls, bevor hier Missverständnisse entstehen, sollten wir uns auch noch einmal zusammensetzen. Ich bin traurig, dass die Ritter offensichtlich ihre Zimmerrechnungen nicht bezahlt haben. Sie waren darüber informiert, dass mit ihnen abzurechnen sei. Ich werde mich aber darum kümmern, dass sie ihr Geld erhalten. Es waren 2 Übernachtungen mit je 2 Personen oder mehr. Ansonsten freut es sie vielleicht aber auch, dass sich abgesehen vom Baufortschritt an der Wohnung alles sehr positiv entwickelt. Die Kommentare und Bewertungen zum Schlossfest sind durchweg sehr positiv. Wir haben inzwischen auch alle Nachbarn kennengelernt und werden gut aufgenommen. Es haben sich auch einige Personen gemeldet, die noch Flächen für die Pferdebeweidung zur Verfügung stellen.
Wir haben einen Bauunternehmer mit pfiffigen Ideen gefunden, der gerade ein Aufmaß des Stalls vorgenommen hat und auch Heu- und Strohlieferanten habe ich gefunden. Für die Finanzierung werde ich wohl noch ein Pferd verkaufen müssen. Drücken Sie die Daumen, dass ich für das Tierchen so spät im Jahr noch einen guten neuen Besitzer finde. In diesem Sinne, weitere Berichte folgen. Mit lieben Grüßen, Ihre Corinne. So, das war's. Aber ehrlich gesagt fand ich jetzt den Ton von diesem Hugo von Hülsdorf ganz schön unangebracht, weil das, ich fand, das klang ganz schön unfreundlich irgendwie. Ich meine, okay, Corinne hat jetzt das auch alles erklärt. Vielleicht hat er es ja auch wirklich nur falsch verstanden. Dann ist es ja okay, wenn er dann irgendwie ein bisschen genervt ist. Aber er hätte ja auch einfach erstmal nachfragen können, ob die Kinder da überhaupt durchgelaufen sind. Weil anscheinend haben da ja noch andere da unten wohl übernachtet, die Ritter und diese Reittherapeutin. Vielleicht haben die das ja einfach benutzt. Und dann gleich irgendwie in so einem Ton, so einem vorwurfsvollen, finde ich etwas unangebracht, wenn man da irgendwie so ein Mietverhältnis hat und jetzt nicht irgendwie eng befreundet ist. Aber vielleicht hat das ja wirklich nur falsch verstanden und es war einfach ein Missverständnis. Ja, auf jeden Fall sieht man, es geht weiter. Die Wohnung wird weiter umgebaut. Sie wohnen anscheinend irgendwie halb noch in Grömlitz und irgendwie oben ist noch ein Rohbau. So ganz blickt man da jetzt nicht durch, aber anscheinend kann man zumindest in der Wohnung im Schloss noch nicht wohnen. Aber in diesem Gartenhaus dann ja wohl auch nicht, wenn da keine Küche ist, weil man muss ja irgendwie essen. Und ohne Küche wird es schwierig. Naja, man kann sich ja was bestellen. Okay, dann geht's ja wieder. Aber okay, ich hoffe natürlich, dass die Wohnung dann bald fertig ist, dass sie dann noch umziehen können. Aber ein paar Pferde sind ja anscheinend schon da vom Schlossfest, aber ja wohl auch nicht alle, weil sie ja meinte nur, dass ein paar da sind. Also es ist anscheinend alles noch im Umzugschaos. Ich denke, man kann gespannt sein, wie es weitergehen wird. Ich verlinke euch jetzt hier den, nicht den, das Video vom Sonntag, also vom Montag, mit dem Bauersuchtfrau Backstage-Ding. Was kann ich noch erzählen? Ich war am Wochenende war ich auf Turnier mit 2 Pferden, die ich beide in einem E-Spring geritten bin und ein Reitmädel bei uns ist noch in einem Dog and Jump mitgeritten. Habt ihr Lust, dass ich euch da ein Video dazu drehe? Dann schreibt mir das auf jeden Fall, also drehe ist gut, gedreht habe ich schon, aber dass ich euch ein Video dazu schneide, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr denn überhaupt Interesse an so Turniervideos habt oder ob ihr da eher sagt, nee, interessiert mich jetzt nicht so. Das schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, das würde mich wiederum interessieren. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Und achso, am Sonntag, vielleicht schon als Ankündigung, am Sonntag kommt ein tolles Special-Video. Und zwar waren wir am Set von Bibi und Tina und durften da drehen. Und am Sonntag wird dazu das erste Video kommen. Also das wird, glaube ich, auch richtig, richtig cool. Da sitze ich jetzt gerade am Schnitt. Also soweit erstmal. Tschüss, bis Freitag. Und Sonntag müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Tschüss!